Fraxinosaurus Nummer 1. Das ist eine Skulptur aus Totholz vom Eschenbaum. Da müssen wir 60, 70, 80 Jahre zurückgehen. Da hat es zwei Leute gegeben, ein Mann und eine Frau. Die haben angefangen, Eschen zu bauen, weil ihnen verzählt worden ist, dass die Esche ein Zukunftsbaum ist. Heute, Jahrzehnte später, sind wir gescheiter. Esche ist vom Aussterben bedroht durchs Eschentriebsterben. Und dieses Eschentriebsterben, das war momentan sehr prominent ist, das war der Anlass, eine Skulptur zu bauen. Und so ist die Idee von Fraxinosaurus Nummer 1 entstanden. Startschuss für ein neues Projekt. Wie läuft's? Naja, ich weiß es nicht. Gern zu tun, wie du meinst. Das schaut schon geil aus. Es kommt hin, es kommt hin. Jetzt bin ich nicht ganz drin. Kiefer. Kiefer ist mein Leibspeis. Die Kleine schaut nicht aus. Ja, das ist mein Kitz, das ist zu lang. Die Mann tatsächlich kürzer sein. Sonst geht's gar nicht. Ja. Also wie ist der alte. Kommt besser raus, ja. Ja, so ein schön Schneckerl. Gibt's es? Ja. Es ist viel, da ist viel drin. Ja. Da ist viel drin. Und da ist wenig drin. Ja, da ist halt schon die Fläche, oder wenn du geraden hast. Das ist. Ah, dann ist der alte Spalter. Nicht einmal verkehrt. Perfekt, weil man. Bis dann nicht so angehängt. Wenn man langsamer fahren kann, man kann wirklich dann stoppen. Ja. Und dann kann man richtig schön runterschneiden. Und dann ich sag mal so, kannst du das hinten machen. Kein Problem. Ja, und du bist halt dann Ding, dass du nicht so angehängt, weil du den Großen nicht hinhängen musst. Ja, und der Kiefer kriegt. Aller Anfang ist schwer und aller Anfang ist eine Skizze auf einem Papier mit einem Maßstab, der mal drüber gelegt wird. Und der Maßstab sagt genau, wo der Zeicher sein muss, dass der Zeicher nicht 3 Meter weiter rum ist, nicht dass er hähner wird. Und mit der Skizze und dem Maßstab fängt man an, ein Grundkonstrukt zu bauen. Also eine Unterkonstruktion wie ein Dachstuhl aus Fichtenholz, weil ein Fichten ist langfasrig, der ist elastisch, der ist einfach bewährt für so eine Konstruktion, wird auch im Fachwerk hergenommen. Und darum habe ich mich entschieden, die Unterkonstruktion aus Fichten, weil wir sagen, aus Fichte zu bauen. Das ist die große Frage, ich weiß es auch nicht, aber wir werden es sehen. Also machen wir nicht erst, wenn wir machen, das heißt sowas. Ja, dass das gesperrt ist. Ja, spannend. Ja, spannend. Ja, ist jetzt momentan so. Wo steht er da? Mhm. Anatomisch richtig. Ja, tatsächlich. Ja, kann man schon vorstellen. Ja, ja. Ausschlaggebend ist an der Sache, dass die Unterkonstruktion schon die Anatomie haben muss. Also das heißt, der Fußstand, wie steht der Fuß, dass er ausschaut, wie wenn er läuft, oder wie steht der Schwanz, dass er geschlängelt ist, der Kopfstand. Also da ist alles schon entscheidend an unserer Konstruktion, dass der Dinosaurier dann so da steht, wie er da stehen soll. Also wir gehen ja so her und dann ist es so auf. Mhm. Also da praktisch so und dann so. Unterkonstruktion fertig.
dann kannst du eins verplatteln gehen. Und zwar habe ich jedes einzelne Schinderl, jedes einzelne Eschenschinderl mit den Händen runtergespalten. Und das ist einfach so eine schöne Arbeit, wenn man einen Rundling hat, 30 cm hoch, 60 cm Durchmesser, und du spaltest die einzelnen Schindeln runter und merkst, dass jede einzelne Schindel anders ausschaut. Und jede einzelne Schindel hat einen ganz besonderen Platz an dem Dinosaurier drauf. Am besten sieht man das am Fraxinosaurus Nummer 1 an die Augen. Weil da habe ich auch ein paar Mal umeinander gespalten und dann sind halt zwei so Trimmer entstanden. Das waren Ostlöcher, die wir dann so ausgeschaut haben wie Augen. Die haben wir dann aufgehebt. Ich glaube schon, dass ich es 100 Mal umgedreht habe. Und irgendwann habe ich es noch dann an Dinosaurier hingebaut und es sind auch Augen geworden. Ja, und nach ungefähr 100 Arbeitsstunden ist er noch dann vierte. Da ist man dann auch froh, weil man die Hände nicht mehr hochbringt. Wo lauter hinnageln und wo lauter hinstifteln. Aber wenn er dann fertig ist und man fährt ihn raus und er steht das erste Mal in der Sonne, dann glaub's gar nicht, was man mit einem Holz alles schaffen kann. Das Stammtischgespräch schlechthin ist der Borkenkäfer, da immer nichts weg, ihr wisst es selber. Wie viel Käferbaum hast du wieder? Hast du viel Käferbaum? So viel Käferbaum schon! Aber von der Eschen, da redet keiner. Weil wenn man sich das einmal so durch den Kopf gelässt, hat eigentlich die Eschen ein viel traurigeres Schicksal. Weil gegen das Eschentriebsterben gibt es keinerlei Gegenmaßnahmen, also die war halt bekannt sein, nicht? Aber die Storkenfeuchten da draußen, die Storkenfeuchterlein, da geht kein Käfer nicht rein, die Bockers. Und darum lässt euch das einmal durch den Kopf gehen, und wenn ihr das nächste Mal am Stammtisch seid, dann fängt ihr ein Gespräch an über die Eschen.